Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Sabrina. Und Sabrina hat ihren Zoo am 27.12. eingereicht und ein Update am 5.1. Und sie schreibt auch eine kurze E-Mail, nämlich schreibt sie: Hallo Dandy, seit neuestem verfolge ich dich und deinen Kanal und ich finde das, was du machst, echt spitze. Und ich freue mich immer, wenn du neue Zoos reinstellst. Hiermit möchte ich dir gerne mein Zoo zusenden und hoffe, du freust dich darüber und er wird bald zu sehen sein. Und dann schreibt sie noch einen Text, wo sie geschrieben hat, ich soll den so ein bisschen zusammenfassen, weil es sonst zu lang wird. Ich fasse es jetzt auch mal kurz für euch zusammen. Nämlich schreibt sie, dass sie einmal für uns eine Wegbeschilderung gemacht hat, was sehr gut ist. Sie hat die Workshop-Objekte auch mit Schildern versehen, damit wir sehen, was aus dem Workshop kommt und was nicht. Und sie hat noch geschrieben, dass sie einen Anfangsbereich und drei Themenbereiche hat. Welche Themenbereiche das sind, das weiß ich nicht. Das geht da aus dem Text nicht hervor. Da werden wir uns dann gleich überraschen lassen. Und ja, ansonsten hat sie noch Sachen geschrieben, die jetzt nicht für uns so mega relevant sind. Und dann schreibt sie noch, sorry für die lange E-Mail. Und nun viel Spaß mit meinem Zoo. Cookies Zoo von Sabrina. Liebe Grüße. Okay, Cookies Zoo heißt der Zoo. Und den werden wir jetzt gleich besichtigen. Und ich muss wirklich sagen, deine E-Mail war gar nicht so lang. Also ich habe schon viel, viel längere E-Mails gelesen. Aber ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn ihr eine lange E-Mail schreibt, wenn da wirklich sinnvolle Sachen drinstehen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in Cookies Zoo von Sabrina. Und da sind wir auch schon in Cookies Zoo von Sabrina. Und die ganzen Leute stürmen hier gerade raus, weil ich den Zoo gerade geschlossen habe. Ich habe aber eigentlich ganz gute FPS. Also wir hätten ihn, glaube ich, auch offen lassen können. Aber ich denke mal, diese ganzen Menschen würden uns nur im Weg rumstehen und dadurch würden wir viele Sachen nicht sehen. Sorry für das mega Gedrängel hier jetzt gerade. Oh Gott, sind das viele Leute. So, wir haben ja einen wunderschönen Wasserbereich. Oh, sowas liebe ich ja. Da, also damit habt ihr schon mal richtig dicke Pluspunkte, wenn ihr Wasser am Eingangsbereich habt. Das ist so ein richtig schöner Fluss und ich glaube, wir gehen über so eine kleine Brücke. So soll es zumindest dargestellt sein. Ist jetzt, glaube ich, keine richtige Brücke, aber sieht so ein bisschen optisch so aus. Und ja, sehr schön bepflanzt auch. Boah, die Leute sind hier aber auch mega am Weg. Cookies Zoo, auch eine sehr schöne Schrift. Finde ich cool mit der Farbkombination, mit dem Schwarz-Weiß. Und ein sehr modernes Holzgebäude mit auch so Stahlpfeilern und so. Sieht sehr interessant aus. Gefällt mir vom Stil. Müssen wir uns nachher auch nochmal von oben angucken. Das Dach und so sieht auch sehr interessant aus. Ist jetzt kein eckiges Haus oder so. Gefällt mir sehr gut. Gehen wir rein. Dann wahrscheinlich der Eingangsbereich. Hier sind direkt Toiletten. Sowas finde ich immer gut, wenn man im Eingangsbereich direkt Toiletten hat. Weil das ist eigentlich immer so das, was die Leute als erstes ansteuern, wenn sie in einen Park oder so gehen, weil sie halt eine lange Fahrt meist hinter sich haben und dann ja auf Toilette müssen. Nehmen wir nochmal Essen, Trinken. Workshop und bearbeitet. Ah, okay. Das Gebäude kommt wohl aus dem Workshop. Dann ein bisschen angepasst. Sieht aber sehr cool aus. Ist ein cooles Objekt ausgewählt. Boah, sind das viele Menschen, ey. Das ist echt insane. Ja, das gucken wir uns nachher nochmal von oben an, das Gebäude. Hier sieht man jetzt nochmal ganz gut ganz viele Toiletten, ganz viele Essensstände. Das Gebäude gefällt mir echt gut. Ist halt so moderner Stil, so ein bisschen. Aber hat schöne Dachformen und ist ein sehr interessantes Gebäude, finde ich. So, jetzt haben wir hier nochmal so einen kleinen Platz, wo man essen, trinken kann. Und ein sehr schönes Willkommensschild. Oh, das ist wirklich toll. Mir gefällt besonders gut, dass du hier die verschiedenen Farben genommen hast und die Buchstaben teilweise in unterschiedlichen Größen und sowas gemacht hast. Das sieht echt toll aus. Und hier auch diese Skulpturen. Sieht so ein bisschen nordamerikanisch aus. Gerade auch mit dem Wolf und dem Hirsch oder was das da ist. So, hinten geht es auch noch lang. Ist wahrscheinlich Mitarbeiterweg, oder? Ah ne, nochmal Toiletten und Geldautomaten. Cool, okay. Natürlich nicht schlecht. Ach, ist ja auch ausgeschildert hier. Hätte ich auch nicht erkennen müssen. So. Liebe Leute, verzieht ihr euch jetzt? Das ist sehr nett. Hier geht es auch nochmal lang auf der Seite. Hier sind ein paar Mitarbeitereinrichtungen. Und hier links oder hier rechts geht es auch weiter. Aber ich will gucken, dass ich nach den Beschilderungen gehe. So. Kleiner Rundgang. Das klingt doch genau nach unserem Geschmack. Flamingos, Asia-Bereich, Afrika-Bereich. Okay, zwei Bereiche haben sich hier schon mal enthüllt. Und hier haben wir das erste Tier. Ein V. Oh. Vielleicht sehen wir, wie er sein Gefieder aufmacht. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen in dem Heile-Welt-Dorf, war es, glaube ich, von, war nochmal der Name, die im Wald lebt auf jeden Fall. Ich habe gerade deinen richtigen Vornamen vergessen, tut mir leid. Komm, mach mal dein Gefieder auf. Nicht nur rummeckern. Sieht doch cool aus.
schönes Gehege. Auch hier eine sehr schöne, interessante Mauer. Hier guckt so ein bisschen das Heu durch und hier diese Holzbalken. Aber das ist nur eine Kleinigkeit. Genau wie hier die Blumen. Aber das ist halt von innen, ne? Von innen. Also aus Besucherperspektive sieht man das halt eigentlich nicht. Wobei von hier. Ah, eventuell von hier so ein bisschen. Also vielleicht die Blumen nochmal ein bisschen drehen oder ein bisschen zurückschieben. Aber an sich ein sehr solides, schönes Gehege. Ich mag das auch immer gerne, wenn der Weg höher gelegen ist als das Gehege, weil dann hat man eine sehr, sehr gute Übersicht. Und das ist hier auf jeden Fall gegeben. Kann die Faunen super beobachten. Weil Faunen ja auch eigentlich so Tiere sind, für die man sehr gut ein begehbares Gehege machen kann. Kleiner Rundgang, Afrika-Bereich Komodo-Warane. Also Beschilderung ist wirklich richtig gut, wenn ihr sowas macht, wenn ich einen Zoo besichtige. Das hilft mir ungemein, damit ich die Orientierung behalte. Da ist auch ein schöner Wasserfall. Also Wasserfälle und so will ich mir später auf jeden Fall auch noch von oben angucken. Ich finde, dann kann man das immer ein bisschen besser beurteilen. Hier ist auch nochmal so ein Gebäude in dem gleichen Stil. Ein sehr schöner Stil, wie ich finde. Ein sehr moderner Stil. Aber mag ich echt gerne. Ja, hier sind nochmal so ein paar Essenssachen. Toiletten. Die kann man auch nochmal reingehen. Genau, perfekt. So mag ich das ja auch gerne, wenn man die Toiletten halt so ein bisschen versteckt in Innenräumen. Das mag ich echt gerne. Nehmen wir das nächste Tier. Was haben wir denn hier? Ja, wenn ich wüsste, was das ist. Was meint ihr, Leute? Springbock? Gabelbock mal wieder. Habe ich letztes Mal schon wieder verpeilt. Aber interessant, dass du hier so eine Lücke freigelassen hast. Ist das gewollt? Ich glaube, das ist nicht gewollt, oder? Nicht, dass die hier ausbüchsen können. Sieht zumindest sehr ungewollt aus. Aber hier ist die Tür leider auch ein bisschen buggy. Ah, das kann man aber leider nicht ändern. Das kommt vom Spiel. Ich habe auch schon oft Probleme mit dieser Tür gehabt. Sehr, sehr schade. Haben wir ein schönes Gabelbockgehege. Glaube ich, die Rückseite hier vom Faungehege kann das sein. Oder was ist das hier oben? Hm, ich weiß es nicht. Sieht aber auch echt schön aus. Ach, das ist das Faungehege, genau. Aber was ist das da oben? Sind wir davon schon vorbeigegangen? Wartet mal. Sorry, wenn ich jetzt noch einmal zurückgehe. Ach, hier geht es auch noch hoch. Dann machen wir das mal eben zuerst. So eine kleine Aussichtsplattform hier, bevor wir die nachher vergessen. Hier können wir nämlich auch nochmal die Faue sehen. Und hier sehen wir nochmal die Gabelböcke. Oh, da essen sie gerade. Das Bambi. Und hier rechts sehen wir Erdferkelchen. Die sind ja auch super süß, ne? Aber finde ich eine coole Idee, dass du hier so eine schöne Aussichtsplattform gebaut hast und dass man von dort dann wirklich rundum Tiere beobachten kann. Ja, wenn du sowas hast, das würde ich immer so ein bisschen verstecken und ausschmücken. Also du hast hier zwar auch schon eine Laterne hin platziert, aber meistens kann man das am besten irgendwie mit Blumen oder irgendwelche Blumentöpfe oder sowas ausschmücken, dass man diese Stücke halt nicht sieht, wo der Weg halt aufhört. Hier kann man zum Beispiel auch runtergucken, das ist immer nicht ganz so schön. So, gehen wir weiter. Hier geht's lang. Wir gehen jetzt mal zum kleinen Rundgang. Kleiner Rundgang hier lang. Okay. Komm in Amerika. Was haben wir denn hier noch? Ah, auch cool. Finde ich eine sehr, sehr elegante und gute Lösung, wenn man den Mitarbeiterbereich unterirdisch macht. Immer sehr schön. So, ich gehe mal davon aus, dass der kleine Rundgang uns jetzt hier reinführt, oder? Ich sehe jetzt leider kein Schild, aber ich gehe mal davon aus. Komm, wir gehen mal nach Amerika. Auch ein richtig schöner Eingangsbereich. Ja, sieht echt sehr ansprechend und cool aus. Gehen auf jeden Fall in eine Höhle hier rein. Workshop und bearbeitet, okay. Das ist aber tatsächlich meistens so, dass man sich Sachen aus dem Workshop holt und die dann an sein Zoo anpasst. Finde ich auch völlig legitim und in Ordnung. Dafür sind ja die Workshop-Objekte auch da. Boah, sieht aber cool aus hier, so ein Tunnel. Kommt da das Licht? Schon interessant. Oha, okay. Wölfe links und geradeaus. Galapagos Riesenschildkröte. Cool, wir gehen einfach mal nach links hier. Hier ist nämlich auch nochmal ein sehr interessantes Gebäude. Auch sehr cool aus hier. Mit den Balken und sowas hier. Und dann so ein Glasdach. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen unrealistisch ist. Also ich glaube, du hättest vielleicht hier noch den einen oder anderen Stützpfeiler machen müssen. Das sieht mir sehr unsicher aus. Zumindest so ein
paar Zwischenbalken hättest du, glaube ich, hier noch machen müssen, damit das Ganze ein bisschen realistischer von der von der Stützung aussieht. Oder von den Stützen aussieht. Hier sind immer ein paar Essensläden. Sehr schön. Auch schöne Musik für mich. Da bin ich glücklich. Ich mag sehr gerne die Kombination, die du hier gewählt hast, nämlich aus diesem dunklen Holz, diesem hellen Holz und diesem Stein. Was ist das hier überhaupt für ein Holz? Frag ich mich gerade. Arktis. Ah, deswegen kam mir das nicht bekannt vor. Das kommt aus dem Arktis-DLC. Ja, mega cooles Holz. Sieht echt schön aus. So. Geldautomaten, auch nochmal Toiletten. Gehen wir mal hier lang. Gut, hier ist jetzt natürlich noch kahl, aber sowas finde ich gar nicht schlimm. Ist dann halt leider so. Hier haben wir so eine... Ah, okay. Hier können wir nochmal in so einen Haus reingehen. Hier hast du auch wieder den gleichen Stil benutzt. Was mir noch auffällt, du hättest vielleicht diese Balken ein bisschen länger machen müssen. Die füllen hier leider nicht ganz die Schräge aus. Das hätte, glaube ich, ein bisschen besser ausgesehen, hättest du das da wirklich noch oben reingemacht. Jetzt können wir das mal eben mal machen. Das hätte man dann einfach so machen müssen. Das sieht jetzt auch nicht elegant aus, aber ihr wisst, denke ich mal, was ich meine, ne? Also, dass das wirklich übergeht. Hier ist es jetzt halt auch nicht perfekt. So, haben wir nochmal so ein schönes Haus. Hier sind Wölfe drin. Oh. Ach, cool. Das ist ein schönes Gehege. Das sieht super aus. Also wirklich. Sehr, sehr ansprechend, sehr interessant. Richtig gute Bepflanzung, richtig gute Felsarbeit. Hier umgefallene Bäume. Und ich finde auch die Idee geil. Oder geil klingt immer so komisch. Die Idee ist sehr gut, wenn du so ein Gebäude hast. Und dann davor ist direkt so ein, ja, so ein Überdach sozusagen noch und dann so ein Schlafplatz für die Wölfe. Das finde ich cool. Na, komm her. Komm schlafen. Dadurch bekommt man halt die Tiere mal sehr gut zu Gesicht, wenn sie dann müde sind. Können wir uns das Ganze nochmal angucken. Also was finde ich immer schön. Vielleicht hättest du hier nochmal so ein bisschen dekorieren können oder nochmal einen Balken oder sowas machen können. Das sieht hier so ein bisschen kahl aus. Man hätte ja hier vielleicht noch Seile oder sowas hinhängen können. Welche Deko-Elemente wären wahrscheinlich nicht schlecht gewesen, aber an sich finde ich das schon ziemlich cool. Das Gehege sieht aber echt schön aus. Hinter kann man, glaube ich, auch noch langlaufen. Wow, das ist voll interessant, das Gehege. Hier die Felsarbeit, sehr, sehr gut. Auch nochmal so ein Baumstamm. Ja, ist ein tolles Gehege. Sehr verwinkelt. Dadurch wirkt das ziemlich groß. Oha. Nee, toll, mag ich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, wir gehen weiter. Ist das hier eigentlich ein... Ach, okay. Ich dachte gerade, das wäre so ein Naturweg, aber das ist, es gibt ja so eine Wegfarbe hier, wie wir hier haben. Ich dachte gerade, das wäre so ein Weg ohne Untergrund und ohne diese Bordsteine. Weil das wusste ich nicht, dass das geht, aber das ist nur so ein normaler Weg. Ja, hier kann man sogar auch den einen oder anderen Wolf noch beobachten. Okay, dann geht's hier nochmal nach oben. Hier kann man die dann auch nochmal angucken, die Wölfe. Da sind sie. Ja, ist wirklich ein schönes Gehege. Auch coole Idee, dass du da hinten das Haus hast, einmal außenrum den Weg führst und dann nochmal hier oben so einen kleinen Rundgang. Ja, top. Weiter geht's. Wir gehen nochmal hier außen rum. Ich weiß, hier waren wir gerade schon. Aber wir sind halt gerade leider im Kreis gelaufen. Ja, nix. Jo. Immer ein kleines Gewässer. Das sieht noch sehr kahl aus, aber bist du wahrscheinlich noch nicht zugekommen. Ich würde sagen, wir... Also ich habe komplett die Schilder aus den Augen verloren. Ich gehe jetzt einfach mal nach Freischnauze. Gehen hier zum nächsten Gehege. Und was könnte das sein? Sieht schon mal wieder sehr interessant hier vorne aus. Hier sehen wir schon. Ah, das ist die Galapagos, ne? Galapagos Riesenschildkröte, da ist sie. Ist auch Nordamerika, glaube ich, ne? Galapagos-Inseln? Weiß es gerade nicht. Aber wieder ein sehr interessanter Zaun, den du hier gebaut hast. Cool. Hä, ist das ein fertiger Zaun? Oder ist der aus Einzelteilen? Ne, das ist tatsächlich aus Einzelteilen. War gerade so fertig aus. Weil das hier so perfekt schräg rumgeht. Dachte ich gerade so, hä? Ein sehr interessanter Zaun, sehr cool. Ich glaube, das ist auch mit den Arktis-Sachen gebaut. Auch ein schönes Gehege.
Ist auch ein Wasserfall. Gut, hier die Wände und so sind teilweise noch ein bisschen kahl. Da kann man natürlich noch ein bisschen ausschmücken. Aber das sind dann alles so ein bisschen die Feinheiten. Oh, ich bin hier auf dem Mitarbeiterweg, sehe ich gerade. Ups. Geht eigentlich nur bis hier vorne. Gerade ein bisschen zu weit gelaufen. So, gehen wir mal dann hier lang. Oh, der Weg hier ist ein bisschen huggelig, ne? Kann man natürlich noch ein bisschen überglätten. Aber ich weiß, im Nachhinein ist es immer schwer, weil man halt hier nicht überglätten kann im Nachhinein. Hier hat man auch nochmal einen wunderschönen Blick auf das Gehege. Cool. Hier nochmal lang. Hier sehen wir nochmal einen riesigen Fluss, so wie es aussieht. Mit Brücke und Wasserfällen. Aber hier ist auch noch relativ kahl und nicht ausgeschmückt. Aber das hast du, glaube ich, auch in deine E-Mail geschrieben. Das habe ich nur vorhin nicht vorgelesen. Dass du an einigen Stellen noch nicht dazu gekommen bist. Aber das macht ja auch gar nichts. Ich finde das wirklich nicht schlimm. Bis jetzt gefällt mir dein Zoo sehr gut. Ist ein schönes Erlebnis. Da haben wir nochmal ein wunderschönes Infoschild. Oha. Das sieht schon beeindruckend hier aus. Wenn ich mir vorstelle, dass du das dann irgendwann nochmal mit Klippen und so ausschmückst. Ui. Das könnte echt cool werden. Oh, hier führt auch so ein Wasserfall runter. Okay, sehr interessant. Das müssen wir uns auf jeden Fall gleich von oben noch anschauen. So, gehen wir wieder zurück. Oh, das war, glaube ich. Ist das eine Sackgasse hier? Ich glaube schon. Okay. Das heißt, wir können wieder zurückgehen. Und haben wir jetzt Nordamerika abgehakt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder Amerika an sich war es, glaube ich. Könnte auch sein, dass wir noch einen anderen Weg zur Verfügung haben. Aber ich glaube nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Steht ja auch Wölfe und Galapagos, Riesenschildkröte. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Gehen wir mal durch diesen Tunnel wieder zurück. Okay, es war Amerika. Dann geht es hier weiter. Hier haben wir jetzt nochmal die Erdferkelchen. Finde ich auch so süß, ne? Erdferkel habe ich, glaube ich, auch noch nie in echt gesehen. Wer von euch hat so einen schon mal gesehen in echt? Schreibt es mal in die Kommentare. So. Oh, das sieht auch schön aus hier. Das sieht cool aus. Richtig toller See hier. Richtig coole Idee auch mit dem Baumstamm hier in der Mitte. Na, hier fehlt vielleicht ein bisschen das Plätschern. Müsste man sich aber nochmal von näher angucken beim Wasserfall. Also hier, ich glaube, hier ist nochmal so eine Kante, wo das Wasser drauf trifft, oder? Ja, kann man von hier schlecht erkennen. Aber es ist wirklich schön. Oh, das gefällt mir. Das hier ist nur Erdferkel. Ja, hier kann man natürlich auch wieder an solchen Felsen so ein bisschen klippen und sowas noch machen. Kleiner Rundgang. Ich glaube, wir haben den Rundgang jetzt abgeschlossen, ne? Zum Asia-Bereich. Okay, gehen wir doch mal dahin. Hier haben wir die nächsten Tiere. Flamingos. Oh, da kann man auch noch hin. Da waren wir auch gar nicht. Auch sehr schönes Gehege. Sieht auch cool aus hier, wie man hier hochgehen kann. Wie du das dann hier bepflanzt hast und so. Na, hier geht's zum Asienbereich. Und bevor ich da reingehe, ist auch nochmal ein wunderschöner Spielplatz. Ich habe schon so viele Spielplätze mittlerweile gesehen und alle sehen anders aus. Also ich habe mittlerweile echt das Gefühl, ihr baut die echt alle selber. Aber so ein Spielplatz zum Beispiel, das wäre so eine Sache, die würde ich nie selber bauen. Da würde ich auf jeden Fall im Workshop gucken. Aber der sieht richtig gut aus. Also wirklich, richtig schöne Farbkombination. Richtig coole Ideen. Allein schon so einen Schildkröten-Sandkasten hier zu haben. Das ist schon nice. Sieht echt cool aus. Richtig cool. Wir gehen gleich hier in Asien rein. Sieht auch schon sehr vielversprechend aus. Sehr schöne Felsarbeit hier übrigens. Ja, richtig schöne Felsarbeit. Gut gemacht. Da gehen wir gleich rein. Aber wir gehen nochmal eben hier zurück. Überlege gerade fast, als ob wir da mal eben drüber fliegen sollen über das, was wir gesehen haben. Weil ich habe das Gefühl, wir haben ein bisschen was übersehen. Machen wir mal eben. So. Cookies Zoo. Da sind wir. So sieht das Gebäude übrigens von oben aus. Wirklich ein schönes Gebäude, ne? Sehr interessantes Dach. Dann diese wunderschöne Schrift. Gefällt mir auch richtig gut. Sehr freundlich aus. So, hier rechts waren wir hier schon. Ah, das war das hier im Eingangsbereich. Das haben wir uns, glaube ich, aber gerade nicht richtig angeguckt. Das ist sozusagen hier diese Glasscheiben nochmal. Richtig cool, dass man hier so erhöht ist und so eine richtig gute Optik auf die Flamingos hat. Nicht schlecht. Dann hier vorne geht es dann auf diese Aussichtsplattform mit den drei Gehegen drumherum. Hier links waren wir vorhin auch. Aber hier sind wir nicht...
Ah, hier geht's nach Afrika. Hakuna Matata. Okay, hier müssen wir auch noch hin. Sieht auf jeden Fall schon sehr interessant hier aus. Hatten wir hier schon in das Gehege geguckt? Ist das hier überhaupt ein Gehege? Nee, ist gar kein Gehege. Sehr schön gestaltet hier alles, ne? Mit den Baumstämmen und so. Und dann hier wieder der Wasserfall. Sieht schon nice aus. Sieht schon sehr nice aus. Ah, ja, toll, gefällt mir. Und da vorne wollten wir uns auch noch den Wasserfall angucken. Wieso bin ich denn jetzt so langsam hier? Das gibt's ja gar nicht. Okay, da waren wir gerade. Das finde ich auch hier wunderschön, ne? Ja, hier fehlt noch ein bisschen das Plätschern, weil du kommst hier wirklich mit dem Wasser drauf. Also einfach nochmal so ein Plätschern wie hier oben. Hättest du einfach einfügen müssen hier. Sieht das Ganze noch ein bisschen realistischer aus. Aber wirklich schöne Gestaltung hier schon. Gut. Amerika haben wir, glaube ich, gerade alles abgehakt. War nämlich hier. Hier geht es durch diesen schönen Tunnel durch. Dann haben wir hier das Haus, das Wolfsgehege. Und hier die Galapagos-Schildkröten. Okay, das heißt, wir können jetzt eigentlich in Asien reingehen. Und dann können wir auch noch später zurückgehen und nach Afrika gehen. So, dann machen wir das doch mal. Egit. Cam. Perfekt. Asien, da sind wir. Let's go. Das ist cool. Man hat so richtig dieses Asia-Feeling. Fehlt nur so ein bisschen die Musik. Vielleicht noch ein paar Boxen oder so. Aber das ist ja auch nur so eine Sache, wenn man das besichtigt. Wenn man spielt, das Spiel, braucht man ja nicht wirklich die Musik. Großer Asia-Rundgang, chinesisches Schuppentier und Ganges Gavial. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall den Rundgang. Das sieht aber cool hier aus. So, hier haben wir das Schuppentier. Kann man einmal rundum hier beobachten. Sehr cool gemacht. Kann man rein. Hier ist auch nochmal einen schönen Unterstand, das Tierchen. Hier können die Mitarbeiter rein ins Gehege. Wundervoll. Sieht super aus. Hier gibt es nochmal ein paar Essens-, Trinken- und Toilettenmöglichkeiten. Ist auch alles hier schön im asiatischen Stil. So, sibirischer Felsen. Oh, was ist das denn? Trampeltiere und großer Asia-Rundgang. Ich würde jetzt gerne links abbiegen, aber wir gehen erstmal den Rundgang, Leute. Wir halten uns daran. Ich denke mal, der Pfeil bringt mich hier hin. Sind wir denn hier? Das ist dieser Felsen? Auf dem Schild? Ich weiß es nicht. Oder ist das dieser Felsen? Nee, ich glaube nicht. Das sieht schon interessant hier aus. Haben wir aber, glaube ich, auch ein Gehege, oder? Den Gehege? Nee. Doch. Oh ja. Da sehen wir den Ganges Gavial. Ich glaube, das hier ist alles Gehege. Sieht zumindest so aus. Das ist ja riesig. Cool. Ah nee, hier sind Elefanten. Oh, ich dachte, es geht hier sogar nach unten drunter. So viel dazu. Hier sind indische Elefanten drin. Cool. Ich würde vielleicht hier überlegen, diese Gehegebegrenzung wegzulassen auf dieser Seite und die in den Fels reinzumachen. Dass du nur hier vorne sozusagen so ein Gitter ziehst. Weil sieht ein bisschen komisch aus, wenn so ein Gitter vor einer Felswand noch ist. Aber das ist auch wieder nur so eine Kleinigkeit. Ist aber cool, dass man die Elefanten so gut beobachten kann hier beim Schwimmen. Mega süß. Die rumplanschen. Das sieht an sich auch noch teilweise ein bisschen kahl aus, das Gehege. Also gerade hier auch. Aber mit solchen Betonwänden finde ich immer schwierig. Bin ich kein großer Fan von. Das ist auch ein riesiges Elefantenhaus. Mit Glas und so. Sehr cool. Das sieht ja auch cool hier oben aus. Also runde Sachen sind immer teilweise schwer zu bauen. Müssen wir uns nachher mal von oben angucken. Und hier haben wir Ganges Gavial. Der chillt da auch so ein bisschen. So, hier ist auch das Schild. Elefanten. Hier geht's nach rechts. Rundgang links, Ganges Gavial rechts. Wir gehen mal kurz hier gucken. So, hier haben wir nämlich auch nochmal eine wunderschöne Aussichtsplattform. Nicht füttern.
kann man die echt gut beobachten. Habe ich übrigens auch noch nie in echt gesehen. Ganges Gavial. Finde ich aber richtig interessant. Wie süß der ist, der Kleine. Klingt ja böse. War der Große oder warum war das so ein böser Sound? Ach ne, das war er hier, glaube ich. Der Große kommt da gerade angeschwommen. Ich glaube, der Große ist ein Männchen, ne? Das hier sind Weibchen. Kann das sein? Oh, Weibchen. Oh, Männchen kann ich gerade leider nicht anklicken. Ich glaube, es ist einfach echt so. Ist ja oft in der Tierwelt so, dass Männchen größer werden. Ja, das ist das Männchen. 23,7 Jahre alt. Oha. Cooles Tier. Oh, hier kann man die, glaube ich, auch nochmal beobachten. Und hier haben die sogar eine Schlafhöhle. So, gehen wir mal in das Elefantenhaus, so wie es aussieht. Indische Elefanten, Isabelbär, Schwarzbär. Okay. Jetzt können wir hier nochmal die Elefanten ein bisschen beobachten. Oha. Ein Köttelparadies. Ich glaube, hier brauchen wir mal ein paar Tierpfleger, dass die das reinigen, das Gehege. Ja, alles voll geköttelt. Das ist ja schlimm. Oh mein Gott. Hey, was haben wir hier? Geldautomaten. Die kann man auch einfärben sogar. Cool. Und hier ist einfach nur Weg. Oh, hier können wir sogar ganz ins Elefantenhaus rein, so wie es aussieht. Workshop und bearbeitet. Ah, okay. Ja, sehr cool, dass man hier von oben nochmal in das Elefantenhaus reingucken kann, wo sie dann schlafen. Borneo, Uran-Utan. Cool aus. Das stimmt aber so nicht, oder? Borneo, Uran-Utan? Ne, ich sehe den aber nicht hier. Jetzt bin ich auf der Mauer. Oh nein. Müssen wir uns mal eben befreien. Gucken wir mal eben von oben. So, hier waren wir vorhin und ich glaube, wir sind links rumgegangen, ne? Hier waren die Schuppentiere. Hier sind wir lang gegangen. Oh, die Trampeltiere habe ich gar nicht gesehen. Ah ne, ich bin auch rechts gegangen, oder? Kann das sein? Ich glaube, ich hätte erst hier abbiegen müssen. Das habe ich vorhin falsch gemacht. Hier ist nämlich auch nochmal ein schönes Gehege. Auch hier sehr schöne Felsarbeit. Auch ein komplett anderer Stil. Sieht halt so wüstenmäßiger aus. Auch mit schönen Palmen und sowas. War hier? Großer Rundgang. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ach nee, ich bin ja den großen Rundgang gegangen und habe das dann irgendwie gar nicht gesehen. Kann das sein? Ich weiß nicht, ich bin verwirrt. Bin irgendwie doof gelaufen. Hier sind auf jeden Fall Trampeltiere. Sehe ich in letzter Zeit auch häufiger in euren Zoos. Finde ich auch ein cooles Tier. Also, kann man ruhig öfter bauen. Ein sehr interessantes Gehege von der Form. Vielleicht hätte man hier hinten noch irgendwie so eine Aussichtsplattform oder so machen können auf dieser Seite. Man weiß nicht. Ist halt schwer, da hinzukommen wahrscheinlich, ne? Aber wäre, glaube ich, ganz nice, wenn man von dieser Seite auch nochmal gucken könnte. Und sibirischer Tiger. Ah, das haben wir vorhin vom Weiten gesehen, ne? Ja, wir sind auf jeden Fall hier über die Brücke gegangen dann, Leute. Hier so rüber. Dann sind wir hier in das Elefantenhaus gegangen. Hier vorne sind wir leider gerade auf die Mauer geglitscht. Versuchen wir mal hier weiterzugehen. Hier geht, oh nein, jetzt bin ich im Gehege. Ja, macht nix. Macht nix. Dann schauen wir doch mal. Wo sind wir denn hier im Gehege? Ah, ich glaube, hier sind Bären. Da oben war zumindest so eine Bärenstatue. Sind sie denn? Da sind sie. Mama oder Papa und Baby. Niedlich. Das sind jetzt, glaube ich, die taiwanischen Schwarzbären, ne? Ja. Auch hier cool eingebaut, den Mitarbeitereingang. Frag mich jetzt, ob wir da irgendwie wieder hochkommen. Gehen wir hier rüber. So, kommen wir hier durch? Ah, jetzt sind wir im Elefantengehege, okay. Jetzt die Frage, kommen wir von hier irgendwie da wieder rüber? Ja, tatsächlich, wir haben es geschafft. Perfekt. Okay. Weiß gar nicht, ging es jetzt hier noch weiter? Isabelbär. Ja, hier geht es sogar weiter. Also das Gehege haben wir gerade von innen gesehen. Und hier... Oh, hier haben wir den nächsten Bären. Glaube ich schon. Da kann die sogar unten durch. Das wird dann wahrscheinlich der Isabelbär sein. Richtig cool gemacht hier. Hier ist so eine Dreierkreuzung.
Immer ein schöner Wasserfall. Oh, und da unten sitzen die Bären. Wie süß. Bin ich übrigens auch großer Fan von, wenn man Gehege unter Brücken so durchgehen lässt oder über Brücken. Also, dass die sozusagen auf beiden Seiten dann sind. Das finde ich immer richtig cool. Dann nochmal ein schönes Schild, was wir hier sehen. Und dann gehen wir einfach mal bei hier eine Beschilderung. Ne, wir gehen einfach mal nach links. Ich werde mich wahrscheinlich wieder verlaufen, so wie ich mich kenne. Dann nochmal durch einen schönen Tunnel. Oha. Der Zoo ist, glaube ich, echt riesig. Großer Rundgang. Ich weiß immer nicht, ob ich diesen Schildern folgen soll oder links, rechts. Das Gefühl, ich übersehe immer ziemlich viel. Auch cooler Zaun hier. Hier gibt es nochmal ein wenig was zu essen. Gibt es hier nochmal Toiletten und Mitarbeitereinrichtung. Also es wird, glaube ich, mal richtig cool werden hier, der Zoo. Ich hoffe, du kannst ihn noch so lange weiterbauen wegen den FPS. Wobei momentan habe ich noch 40 FPS. Das ist schon ziemlich gut. So. Wieso ist hier das Schild? Ist das nicht ein begehbares Gehege? Wir gehen rein, Leute. Betreten verboten, Schild. Das ignorieren wir einfach mal. Hier sind die Japan-Makak drin. Coole Idee, so ein begehbares Gehege. Ich weiß gar nicht, ob die dafür geeignet sind. Ein begehbares Gehege. Aber hier ist auch eine sehr schöne Hängebrücke über den Weg gemacht. Auch mit Beleuchtung und so. Sieht schon cool aus. Schönes Haus. Wie geht's denn wieder raus? Ich hab das Gefühl, wir sind hier auf der chinesischen Mauer oder sowas. Ein bisschen so aus. Wäre auch mal interessant, ne? Wenn man sowas nachbauen würde. Aber halt sehr aufwendig. Und da ist auch noch eine Glasscheibe. Ich glaube, ich werde in diesem Zoo einfach richtig viel nicht zu Gesicht bekommen. Das finde ich gerade ein bisschen schade. Weil ich mich einfach schon mega oft verlaufen habe. Aber ich bin dafür auch bekannt, dass ich mich verlaufe. Also ich verlaufe mich wirklich schnell. Okay. Hier ist jetzt der kleine Panda. Der läuft da. Auch sehr schön hier mit dem Wasser und sowas. Dann geht es auch nochmal über eine Brücke. Ah, okay. Hier können wir jetzt nochmal... Jetzt sind wir sozusagen an der Glasscheibe, wo wir gerade durchgelaufen sind durch das Gehege. Da sitzen sie alle am Eisblock und chillen ihr Leben. Mitarbeitereingang. Und das haben wir jetzt gesehen. Perfekt. Aber jetzt sind wir ja wieder hier. Was mache ich denn jetzt? Müssen wir in die Obenperspektive gehen, Leute. Das ist übrigens das Dach hier. Sieht schon cool aus irgendwie, ne? Ist schon schön gemacht, das Dach. So, Elefanten. Oh, das ist das Bärengehege. Boah, das sieht interessant aus. Überall außenrum Berge. Und dann hier diese drei Wege. Und hier die Gehege. Hier ist dann der Tunnel. Sieht schon sehr schön aus. Auch hier sehr schön gestaltet. Hier geht es dann durch. Hier sind dann auch die Bären am Chillen. Hier waren die Schwarzbären. Die haben hier sogar nochmal so eine Höhle. Mit einem kleinen Gitter drin. Jetzt auch nochmal eine Höhle. Okay, hier können die schlafen dann einfach nur. So, wo war ich denn dann noch? Hier hinten war ich, glaube ich, noch nicht, oder? Doch, hier war ich auch schon. Das war der Ganges Gavial Platz. Da waren wir auch schon auf der Aussichtsplattform. Auch sehr interessant gelöst hier mit dieser Mauer. Finde ich cool. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, du hast sehr viel mit so hohen Bergen und so gearbeitet. Das ist zwar sehr aufwendig, aber das sieht immer sehr schön aus im Hintergrund. Aber hier kann man auch noch hinter. Hier waren wir aber auch noch nicht. Das ist ja cool gemacht. Hier kann man dann auch nochmal den Ganges Gavial beim Schlafen beobachten. Ja, sorry, wenn ich jetzt hier so durcheinander alles erkunde, aber ich habe einfach zu viel übersehen, glaube ich. Hier waren wir auf jeden Fall. Hier waren wir gerade auch. Das war das mit den Japan-Makak. Oh, da oben geht es noch hoch. Da gehen wir auf jeden Fall gleich noch hin.
Also das hier haben wir jetzt noch nicht gesehen. Aber ich glaube, hier vorne kommt man über den Eingangsbereich hin, ne? Hier sind wir nämlich vorhin noch nicht gewesen. Hier kann man nämlich auch nochmal hin. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz wieder in die Besucherperspektive. Hier ist gerade Mitarbeiter. So. Ticket Cam. Perfekt. Und dann kann man hier auch sogar nochmal die Ganges Gavial beobachten. Aber die schlafen, glaube ich, gerade alle. Und dann geht es sogar hier nochmal zu den Ganges Gavial, wo wir vorhin waren. In zu diesem unterirdischen Bereich. Wo sie dann alle schlafen. Finde ich mega cool. Wenn man die Tiere beim Schlafen beobachten kann. Die Laternen sind ganz schön dunkel, oder? Oder sind die nur nicht an, weil es nicht Nacht ist? Wahrscheinlich schon. Testen wir mal. Ne, die sind mega dunkel. Obwohl, ne, es geht. Sieht schon cool aus. Vielleicht sollten wir uns dein Zoo nachher nochmal bei Nacht angucken. Wenn ich dran denke. Wahrscheinlich vergesse ich sowieso. So, ich versuche jetzt nochmal den Weg zu diesem Felsen da zu finden. Hier, zu diesem hier. Aber ich glaube, ich bin hier schon relativ auf dem richtigen Weg. Der war ja auch ausgeschildert. Genau, sibirischer Felsen. Da gehen wir mal hier lang. Oh ja, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Hier ist auch noch irgendwas Cooles geplant, das sieht man schon. Wahrscheinlich irgendein Gehege. Und dann kann man hier oben raufgehen. Hat hier dann nochmal eine schöne Aussichtsplattform. Kannst halt so gerne wieder einschicken, wenn du weitergebaut hast. So. Sibirien Tiger. Sieht auch interessant aus, ne? Der Unterschlupf hier. Schade, dass es nicht ausgeleuchtet ist. Weil die Lampen gehen leider immer erst an, wenn es Nacht ist. Ich mach mal einfach Nacht. Dann sehen wir so ein bisschen mehr die Atmosphäre hier von diesem Eingang. Oh ja, das sieht schon cool aus. Ja, das ist mega cool. Hier auch nochmal die Laternen. Also du hast viel mit Lichtern gearbeitet. Hier kann man dann den sibirischen Tiger sehen. Der sich leider gerade nicht zeigt, aber ich glaube, der ist auch eingeboxt, wie es aussieht. Ja. Der ist gefangen in der Box. Einwählen mal. So. Dann kann man hier oben noch raufgehen. Kann auch nochmal von hier dann den Blick von oben genießen und dann auch einen Tiger zu Gesicht bekommen. Sehr coole Idee. Hier gibt es dann nochmal ein bisschen was zu essen, zu trinken. Hier nochmal ein bisschen Deko. Das hast du hier sehr schön gemacht. Hier hast du auch die Lücke gut zugebaut. Ach schön. Ich glaube, wir sind jetzt mitten auf dem Berg da, den wir vorhin gesehen haben. Ich glaube ja. Das dürfte es dann auch in diesem Bereich gewesen sein. Genau, wir sind jetzt hier oben auf dem Berg drauf. Wie cool. Das ist das, was wir vorhin gesehen haben. Und hier ist dann direkt dieser Laden dran. Sieht auch cool aus, ne? Hier direkt so in den Berg eingebaut. Und hier kann man dann sich die Tiere angucken. Sehr schön gemacht. Cooles Gehege. Hier hinter ist auch nochmal ein schöner Schlafplatz dann für die Tiger. Und ich glaube, den Asia-Bereich haben wir jetzt soweit durch. Ja, müsste eigentlich. Dann geht es jetzt in den Afrika-Bereich nochmal rein. So, Ticket Cam. Weiter geht's. Hier ist auch nochmal eine Aussichtsplattform. Komodo-Warane. Wo sind sie denn? Da sind sie. Boah, ganz schön schnell unterwegs. Was? Schöne Felsarbeit hier wieder. Hier hast du auch andere Felsen gewählt, das finde ich gut. Ist auch ein sehr interessanter Unterschlupf, wo man sogar perfekt reingucken kann. Von hier. Das hier ist, glaube ich, kein Gehege. Nee, ist aber cool. Und jetzt gehen wir ab nach Afrika. Hakuna Matata. Auch sehr schön gestaltet hier. Was passiert jetzt? Ich bin wieder auf einem unsichtbaren Weg. Mit der Kamera. Müssen wir jetzt nochmal eben so reingehen. Geht nicht anders. Oh, der ist sogar schon Ticket Cam. Perfekt. So, jetzt sind wir in Afrika.
Ich glaube, Afrika ist so der Bereich, den du als letztes angefangen hast. Das sieht zumindest noch sehr unfertig aus. Flusspferde. Oh, unter Wasser. Ah, cool. Sehen wir denn hier auch mal eins? Ne, leider schwimmt gerade keins. Immer eine kleine Infotafel. Hier geht es dann auch nochmal hoch. Dann kann man sie auch nochmal von oben sehen. Da sind sie alle. Die Fettsäcke. So. Oh, hier ist auch nochmal ein sehr interessanter Dom. Das ist ein cooler Unterstand. Sowas ist richtig schwer zu bauen. Aber ich glaube, im Workshop gibt es da einige Sachen. Aber so runde Kuppeln und sowas ist mega schwer. Ich habe das auch mal versucht, aber kläglich gescheitert. So, jetzt nochmal Unterwasser-Viewing. Sehen wir hier eins? Ah, tatsächlich, da ist eins. Aber es haut gerade ab. Haben es aber noch erwischt. Ja, man sieht halt, dass du hier noch nicht viel gestaltet hast. Aber es geht schon in eine sehr coole Richtung. Auch eine coole Idee hier mit der Glasscheibe und dann mit diesen Holzdingern. Sieht sehr interessant aus. Hier kann man dann die Flusspferde auch nochmal begutachten. Dann nochmal so ein paar Hütten. Aber ich glaube, diese Hütten sind alle, sehen zumindest relativ standardmäßig noch aus. So wie diese vorgefertigt sind, so ein bisschen. Wobei mit diesen runden Türmen weiß ich gar nicht. Kann ich gerade nicht sagen. Hast du das jetzt schon? Ich glaube, das war schon. Ich glaube, viel weiter bist du noch nicht in Afrika. Jo, sieht so aus. Hier geht es auf jeden Fall nach Afrika. Da haben wir dann nochmal die Flusspferde. Aber schick mir den Zoo auf jeden Fall nochmal ein, wenn du weitergebaut hast. Der ist echt cool. Und ich glaube, der wird auch noch richtig cool werden, wenn du noch so ein bisschen mehr ausschmückst und so. Das Problem ist halt, du hast hier sehr viel schon weiter geplant und so. Und ich glaube, du könntest irgendwann echt FPS-Probleme kriegen. Wir kennen ja mittlerweile das Spiel. Und ja, wir brauchen halt dringend ein Performance-Update für das Spiel. Da kann man auch sonst was für einen PC haben. Ich glaube, das Spiel würde trotzdem laggen. Wir schauen uns nochmal so ein paar Sachen bei Nacht an. Sieht sehr schön beleuchtet aus. Auch hier drin. Diese indirekte Beleuchtung mit den Lampen. Mega cool. Also du hast dir echt viel Mühe gegeben, was Beleuchtung angeht. Gerade auch hier im Asia-Bereich, ne? Die ganzen roten Lampen. Sieht schon cool aus hier. Hier ist auch alles beleuchtet, der ganze Steg. Der ist halt mega gut ausgeleuchtet hier. Da hinten auch noch so ein bisschen. Hier oben hast du auch richtig gut ausgeleuchtet. Oha. Ja, cool. Also ich denke, wir haben fast alles jetzt gesehen oder zumindest das meiste. Falls wir irgendwas übersehen haben, seien wir bitte nicht böse. Aber dein Zoo hat richtig Spaß gemacht zu besuchen. Wie hieß er nochmal? Genau, Cookies Zoo hieß der Zoo. Hat mir richtig viel Spaß gemacht und vielen, vielen Dank auf jeden Fall an dich, dass du den eingesendet hast. Ich würde sagen, Leute, schreibt immer in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Sabrina fandet. Und falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.